Elvis, was tust du? Den neuen Wischmopp austesten natürlich. Und damit du es weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman! Oh, was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Und jetzt wirst du Mike ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Viel Spaß, Norman. Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Oh, Feuer! Ruf Feuerwehrmann Sam! Feueralarm bei den Flats! Elvis, komm! Nö! Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats! Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen! Lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Seht nur, Rauch! Oh nein! Alles aussteigen! Sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein! Nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer! Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam! Da brennt ein Bus? Oh nein! Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt! Komm, Elvis! Anschnallen? Sam! Das ging aber schnell! Beeilt euch, mein schöner Bus! Gut, dass du alle rechtzeitig rausgeschafft hast. Das Feuer hätte sich nicht so ausgebreitet, wenn du die Motorhaube nicht geöffnet hättest. Was? Bist du sicher? Oh ja, das habe ich erst heute bei einer Übung gelernt. Genau wie ich. Wenn Luft drankommt, wird ein Feuer stärker. Deshalb habe ich ja gesagt, Sie sollen die Motorhaube nicht aufmachen. Ich hätte auf deinen Rat hören sollen, Norman. Naja, und du warst ja nicht der Einzige, der mir heute Tipps gegeben hat. Aber ich habe keinen befolgt. Tut mir leid. Möchtet ihr mit zurückfahren?
Aber in Jupiter passen wir nicht alle rein. Ich rufe mal Tom an. Der kann uns ganz sicher helfen. Oh, da! Da ist einer! Ich kann ihn sehen! Da, Mr. Evans! Oh, du hast recht! Ja, heute hatte ich mit allem recht, Mr. Evans. Von jetzt an werde ich mich bemühen, öfter auf dich zu hören, Norman. Gut. Da drüben fliegt ein goldener Adler. Wo? Edge, reingelegt. Aber Sie haben gut auf mich gehört. Hilfe! Hilfe! Rot sieht man super, das... Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Oh, ich hoffe, Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg. Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Ich meine, Sir. Ich finde sie. Butler, was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler! Sieh nur! Da ist Tom! Hilfe! Ich fürchte, ich kann hier nicht landen. Ich hole Verstärkung. Sam! Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen. Was ist das Problem? Mein Bein! Ich rufe Schwester Flood an. Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo? Oh, Butler hat mich hergeholt. Was ist denn passiert? Was für ein guter Junge. Lass mich mal sehen. Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen. Tom, wir brauchen hier unten dringend eine Trage. Geht klar, Sam. Gut. Passt auf, sie könnte pendeln. Sam wird dich begleiten, Liebes. Ich komme dann zum Krankenhaus. So eine wahnsinnige Aufregung und dein Bein ist nicht mal gebrochen. Verstaucht ist schlimm genug, James. Sam, du warst wundervoll. Und wäre Elvis' Lied nicht gewesen, säßen wir jetzt noch auf den Pontypandy-Klippen. Rot sieht man super, das hilft dir in der Not. Denn klappt mal was nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Sarah, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ein Glückspfennig! Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom! Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Oh. Gwendolyns Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen! Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Thank you.
bezaubernd, dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Da ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Tiger, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Armes Ding. Nach der ganzen Enge da unten muss er sich wohl erst mal die Beine vertreten. Mein Wunsch scheint sich auch erfüllt zu haben. Tiger hat gelernt, keinen Vögeln mehr nachzujagen. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.